Wie geht es dir? Mileva Einstein war ein serbischer Physiker und Mathematiker und die erste Frau von Albert Einstein. Diese Lektüre basiert auf dem tiefen Studium des Grundstrahls von Menschen und Tieren. Ich studiere es seit 24 Jahren. Aber wenn Sie noch nie davon gehört haben, wissen Sie, dass im entwickeln. Jahrhundert ein französischer Wünschelroutengänger namens Mermet entdeckte, dass Mineralien, Tiere und Menschen einen Strahl aussenden, den er den Fundamentalstrahl nannte. Dieser Strahl individualisiert das Wesen, denn jeder Strahl weist auf ein bestimmtes Temperament und Potenzial hin. Ich weise darauf hin, dass es mein Ziel mit dieser Lektüre ist, Ihnen die Kohärenz des Potenzials jedes Grundstrahls und des Verhaltens der Menschen in der Praxis zu zeigen. Lass uns lesen gehen. Der Grundstrahl der die äußere Identität von Mileva Einstein Jena repräsentiert, ist der gelbe Grundstrahl. Dieser Strahl stellt dar, wie er sein inneres Potenzial zum Ausdruck bringt. Und wie macht sie das? Mit Bedacht, rational, nachdenklich. Denn dieser Strahl regiert die rationale Intelligenz, den wissenschaftlichen Geist, das intellektuelle Potenzial. Nach dem, was der deutsche Autor Johann Gött in seinem Buch Die Lehre von den Farben sagt, ist die Farbe gelb die Farbe, die dem Licht am ähnlichsten ist. Und deshalb sind die Menschen dieses Strahls immer auf der Suche nach Exzellenz auf dem Gebiet des Wissens, da sie über ein großes intellektuelles Genie verfügen. Das gesamte von diesem Strahl bereitgestellte Licht fördert eine entschlossene, selbstbewusste, starre und brillante, Kohärente Persönlichkeit mit einer starken Persönlichkeit. Sie verfügen über viele administrative und mechanische Fähigkeiten und lernen leicht. Und es ist diesen Eigenschaften zu verdanken, dass die größten Akademiker, Ärzte, Gelehrten, Diplomaten, Wissenschaftler und andere einen gelben Strahl haben. Andererseits wird die innere Identität von Mileva durch die roten und violetten Strahlen geformt. Der rote Strahl repräsentiert ihre männliche Seite, die Art und Weise, wie sie auf die Welt projizierte. Dieser Strahl trägt das physische Potenzial. Menschen dieses Strahls verfügen über eine große Primärintelligenz, die aus einem Kriegergeist stammt. Aufgrund dieses körperlichen Potenzials verfügen sie über eine enorme körperliche Widerstandskraft. Sie verfügen über ein sehr großes handwerkliches Geschick sind erfinderisch, kreativ. Sie sind wahre Krieger, mutig, kühn, furchtlos, hartnäckig. Sie verteidigen ihre Ideen entschieden, weil sie das Potenzial zum Handeln haben. Ihr Profil ist wegweisend. Ihr Temperament ist stark und eigenartig. Sie pflegen eine direkte, einfache Kommunikation ohne Vorbehalte. Deshalb sind sie faszinierend. Ihre Art zu sein ist energisch und intensiv, sie zieht die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich. Dieser Strahl regiert Pioniergeist, Führung und körperliche Stärke. Und aufgrund all dieser Eigenschaften haben große politische Führer, Kämpfer, Hochleistungssportler, Revolutionäre, Piloten, Diktatoren, Pioniere, Polizisten und andere den roten Strahl. Der grundlegende Strahl, der Emmy Levers weibliche Seite und ihre empfängliche Seite repräsentiert, ist der violette Strahl. Dieser Strahl beherrscht das Überzeugungspotenzial, die höhere Intelligenz. Menschen dieses Strahls haben ein edles, wählerisches und raffiniertes Temperament. Sie sind immer auf der Suche nach Exzellenz, sie sind ethisch, weiterentwickelt, futuristisch und sie vermitteln viel menschliche Anziehungskraft. Darüber hinaus trägt dieser Strahl das volle Potenzial von Rot, Blau und Rosa. Deshalb sind Sie Menschen mit großer Willenskraft, Intelligenz und Sensibilität. Infolgedessen haben Alchemisten, spirituelle Führer, Visionäre und Hellseher normalerweise den violetten Strahl. Nun, das ist alles für den Moment. Wenn Ihnen diese kurze Lesung gefallen hat, linken Sie dieses Video, teilen Sie es, Abonnieren Sie meinen Kanal und ich werde Ihnen weiterhin leistungsstarke Promi-Lesungen bieten, damit Sie immer mehr über dieses Thema erfahren können. Aber wenn Sie noch weitergehen möchten, fordern Sie ihr komplettes Hellseherlesen an und beginnen Sie, ihr volles inneres Potenzial auszudrücken. Meistens sind Sie sich Ihrer eigenen Begabungen und Talente nicht bewusst. Aber keine Sorge, der Grundstrahl offenbart alle ihre weiblichen und männlichen Kräfte. Bis zur nächsten Lesung. Tschüss, tschüss.